Ich bin sehr froh, hier zu sein und ich möchte gerne anfangen für unsere Ahnen, die uns immer begleiten, immer da sind, ihnen zu Ehren Wasser zu geben. Und ich möchte auch, ich habe zwar nur 20 Minuten Zeit, ich möchte gleich anfangen zuerst einfach mit einer kurzen Schweigeminute für alle die in diesem Kampf, in dem wir sind, gestorben sind. Die Leute, die heute noch sterben, Menschen, die unter Polizeigewalt gestorben sind, die unter der Gewalt an unseren Grenzen von Europa sterben, Menschen, die unter diesem unheimlichen Druck, den Rassismus ausmacht, hier krank werden, Menschen, die marginalisiert werden, die durch dieses ganze System systematisch unterdrückt, ausgenutzt werden. Für die möchte ich mal ganz kurz einfach einen Moment Ruhe. Und ja. Dankeschön. Wie ihr vielleicht jetzt schon gemerkt habt, ich bin kein Historiker, ich bin Aktivist. Und ich werde aber diese Aufgabe, die mir jetzt aufgetan wurde, zuerst dachte ich, es geht um die schwarzen Bewegungen der Schweiz generell, habe ich mir doch gerne angenommen und ein bisschen so in der oralen Tradition wieder weitergeben. Ich hatte dann die Gelegenheit, mehrere Menschen aus der Schweiz zu interviewen. Jetzt in den letzten Tagen, die letzte Person gestern. Und ich werde ein bisschen wiedergeben, was ich da herausgefunden habe, nebst dem, was ich natürlich auch selbst aus meiner Arbeit weiß, um euch einen Einblick zu geben über die schwarzen Bewegungen oder die Bewegungen in der Schweiz. Und ich glaube, da fängt es schon an. Was sind jetzt die schwarzen Bewegungen? Ab wann sind schwarze Bewegungen? Wann hat es, die Frage war the beginnings, die Anfänge der schwarzen Bewegungen. Ab wann definiert man eine schwarze Bewegung? Und ich fand es sehr schön, wie Sarah von UK vorhin gesagt hat, mein ursprüngliches Verständnis, dass ich schwarz, und das habe ich immer so verstanden, ist ein politisches Verständnis. Schwarz ist nicht unsere Hautfarbe, sondern schwarz ist eine Antwort oder ist eine Definition, die aus den Rassismustheorien kommt, wie man uns ausnutzt. Und da war immer mein Verständnis, da gehören wir alle zusammen, ob das jetzt Schwarze aus ursprünglich aus Afrika, Afrika-Hintergrund, ob es andere People of Color sind, das war mein Verständnis. Also das ist mal einfach nur mal kurz. Am Anfang, dass wir uns mal hinterfragen, auch was wir jetzt tun. Und die andere Frage auch, oder nein, einen Wunsch habe ich noch, den möchte ich gerne auch jetzt noch äußern. Ich möchte gerne wünschen, dass solche Veranstaltungen wie heute nicht mitten am Tag, also in Zukunft nicht mitten am Tag stattfinden, weil viele von unseren Leuten, die können nicht einfach, die haben nicht das Privileg, mitten am Tag hier herauszukommen und dabei zu sein. Und ich glaube, wir haben so viele spannende Leute, die so viel Wichtiges zu sagen haben. Das ist Allgemeingut und das gehört nicht einer privilegierten Schicht wie uns. Das ist ein Wunsch. Ich habe mich auch spät da eingeklinkt. Vielleicht hätte ich mal früher anregen können. Werde ich mir auch zu mir nehmen. Jetzt zur Schweiz. Ich weiß nicht, wer Schweiz kennt, wie Schweiz kennt. Schweiz ist ein kleines Land. Schweiz ist aber überhaupt Schweiz geworden, weil es eine Militärmacht war. Es war eine wichtige europäische Macht damals. Deswegen konnten sie sich überhaupt so behaupten. Sehr brutal. Und Schweiz war danach und war auch
seit Anfang der Sklaverei involviert, in den Sklavereihandel war involviert, in dem Apartheidsystem zu unterstützen. Also wir haben eine lange koloniale und postkoloniale Geschichte. Ich glaube, es ist wichtig, einfach im Hintergrund zu behalten. Gleichzeitig ist Schweiz, wie man es vielleicht auch kennt, eine internationale Plattform, wo die UNO in Genf ist zum Beispiel. Viele internationale Institutionen sind da. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Schwarzen, die in der Schweiz waren oder Menschen afrikanischen Hintergrundes. Und wie sind sie in die Schweiz gekommen? Das heißt, die Schweiz, obwohl sie eine lange koloniale Geschichte hat, hatte direkt nie viele große Populationen von Menschen, schwarzen Menschen, Menschen afrikanischen Hintergrunds. Die ersten, das gab schon in den 50er Jahren, ab und zu, die Leute, die da gekommen sind, das gab auch James Baldwin, der vorbeigekommen ist, so wissen wir ein bisschen, wie die Schweiz Menschen, schwarze Menschen angesehen haben, auch andere weniger bekannte Künstler wie Vincent O'Carter. Wir hatten auch sehr früh mit Thilo Frey eine schwarze Politikerin, die eine Tochter von einem weißen Schweizer, der dann seine Frau, die Mutter in zurückgelassen hat, aber das Kind mitgenommen hat in die Schweiz und die hat sich dann hochgekämpft und war mit einer der ersten Nationalrätinnen, also die Schweizer sind ja immer ein bisschen spät. Frauen sind erst spät überhaupt ins Parlament gekommen und sie war eine der ersten Parlamentarierinnen in den 70er Jahren, die dann gewählt worden ist. Und ja, also nur so, dass in den 50er, 60er Jahren kamen dann die ersten Studenten oder auch politischen Geflüchteten. Und ich würde sagen, das waren schon auch dann die ersten schwarzen Bewegungen. Das waren aber, die hatten einen Kampf, der Kolonialkampf. Das heißt, der Unabhängigkeitskampf war da geprägt. Das waren Menschen, wie zum Beispiel auch mein Vater, die in die Schweiz gekommen sind, um für die Unabhängigkeit ihrer Länder zu kämpfen. Und das war der Fokus, fest verwebt natürlich mit diese jungen Bewegungen, jungen linken Bewegungen, die sie unterstützt haben. Gab natürlich auch, und das war spannend vorher, auch aus dem Beitrag aus Frankreich zu hören, es gab da auch die verschiedenen Lager. Die Schweiz gab natürlich die mehr progressiv, oder die Progressisten, mehr links orientierten. Und dann gab es aber auch die Konservateure, die eigentlich die alte Kolonialmächte unterstützten und weiter unterstützen würden oder wollten oder von denen zumindest sehr große Unterstützung hatten. Danach, so wie ich es dann auch mit den Interviews gemacht habe, da gab es aber wenig Leute. Wenig Menschen aus afrikanischer Herkunft in der Schweiz. Mein Vater berichtete zum Beispiel Anfang 70er, 70 bis 75, da zählte er 5 schwarze Menschen in dem Raum Zürich. Ich werde wenig von Tessin reden, weil ich wenig vom Tessin weiß, also die italienischsprachige Schweiz. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell für die Übersetzer. Ich werde viel von den Polen, also im deutschsprachigen Raum Zürich, die Bankenstadt, wo das ganze Kapital der Welt hinkommt, dann Basel ein wenig. Basel war auch so ein Pol, also die Städte waren immer wichtig in der Schweiz. Basel auch mit der Kolonialgeschichte, aber auch die Basler Mission, das waren Missionare, die in die Schweiz, die nach Afrika da gingen. Dann Bern halt als Hauptstadt, da waren natürlich auch Diplomaten dort, wie zum Beispiel diese Künstler sahen, die Diplomaten dort auch besucht. Und natürlich Genf mit der UNO und auch Lausanne, aber vor allem Genf mit UNO und vielen internationalen Instituten. Und somit war auch das Leben in diesen verschiedenen Städten sehr geprägt durch die Aktivitäten. Zum Beispiel in Genf hat mir ein Aktivist erzählt,
Den Rassismus haben sie erst in den 80er Jahren angefangen zu spüren, als Anfang 80er die ersten Wellen von kongolesischen Geflüchteten in die Schweiz gekommen sind. Weil vorher ein Schwarzer, der in Genf war, das war sehr wahrscheinlich ein Diplomate oder einen Arbeiter in einem internationalen Institut. Das heißt, nicht wie in Zürich, den man vielleicht anders angeguckt hat, in Genf hätte man niemand irgendwie da etwas angetan. Und ab da haben sie dann gespürt, oh, da wechselt es. Aber ich habe jetzt ein bisschen übersprungen, Anfang der 80er Jahre, wo die Menschen, die da wohnten, wie hat das angefangen, geht es ja darum, die sind zusammengekommen, weil sie wollten socialisen, sie wollten ihre Kultur leben, sie wollten ihr Essen essen und zusammen sein. Und die Frage ist, ab wann ist es eine Bewegung? Ich glaube, ja, da hat es schon angefangen. Und heute würde man das definitiv so sagen, weil es ging zum Teil auch um die Haare, es gibt Kinder mit weißen Müttern und die weißen Mütter wussten nicht, wie die Haare zu pflegen. Und dieses Wissen musste weitergegeben werden. Und auch, es war ein Raum, wo die Kinder zusammen spielen konnten. Also das waren schon Bewegungen, obwohl sie vielleicht als solches von den eigenen Leuten noch nicht gesehen worden sind. Die haben diesen Wert, vielleicht diese politische Komponente noch nicht gesehen. Also in Genf zum Beispiel, im französischsprachigen Raum, gab es durch die Studenten ganz viele Vereine, die socialized haben. Es war auch ein wichtiger Ort, um sich zu treffen. Und spannend war, in dieser Zeit, also bevor da Anfang, Mitte 80er Jahre, da waren dann auch andere Prozesse in Gang und die ganz spannend sind. Zum Beispiel gab es die amerikanischen Soldaten, die in Frankreich waren, zum Teil da gekommen sind nach Genf, jamaikanische Studenten. Und es war spannend, weil die sind zusammen und sie sind zusammengekommen, um zusammen zu feiern. Und die haben dann sich erstmal zusammen kennengelernt, weil viele aus dem anderen Kontinent haben Afrika immer mit einem negativen Bild auch und Menschen aus Afrika mit einem negativen Bild verbunden. Ja, das sind die uns verkauft haben. Und so mussten sie auch lernen, zusammen die Kultur sich kennenzulernen, das gemeinsame Erbe eigentlich auch zu entdecken. Und das lief gut, bis dann eben dann die Geflüchteten waren und dann wollte niemand mehr etwas mit Afrika zu tun haben. Und dann haben sie sich wieder gesplittet. Hat es ja wahrscheinlich auch zu tun, dass dann die Communities größer geworden sind und manchmal dieses Nationale mehr gekommen ist, aber das war ein Effekt, ein Seiteneffekt in dieser Zeit da in Genf, in Afrika. Gleichzeitig hat das aber auch einen Effekt gehabt auf die Organisation. Das heißt, man hat dann diesem negativen Bild dann gegengesprochen. Das heißt, man hat sich organisiert. Da gab es die ersten Zeitungen von Menschen afrikanischen Erbes, zum Beispiel Eco Afrik, das war 84, die dann eine Zeitung gegründet haben. Das waren 7 verschiedene Vereine, die früher eigentlich hauptsächlich Partys gemacht haben, die dann diese Zeitung lanciert haben, um gegen dieses Mainstream-Bild zu sprechen. Es gab dann andere, Regard Africain, ein wichtiges, auch da in Genf. Und gleichzeitig, jetzt komme ich wieder so in den deutschsprachigen Raum, dieses Socializing gab es da auch. Also der Unterschied zwischen dem französischsprachigen Raum und dem deutschsprachigen Raum. Im französischsprachigen Raum gab es viel mehr Menschen, die zum Beispiel aus Frankreich, wegen der Sprache, die sprachliche Barriere war kleiner und es gab auch mehr Familien, die da, ganze Familien, wenn ich so sagen darf, die da präsent waren und im Deutschsprachigen gab es natürlich viel weniger. Wie gesagt, in den 70er Jahren etwa 5. Und dann mit den 80er Jahren sind mehr Menschen gekommen. Und dann kam auch diese Frage, mit den Geflüchteten ging es dann hauptsächlich auch los, mit dieser Asyldebatte. Und im deutschsprachigen Raum gab es einerseits die eben zuerst auch, es gab Vereine, vor allem von Frauen, die sich gegründet haben,
Eine Sichtweise darauf ist, dass viele Frauen damals in der Schweiz sehr patriarchisch organisiert waren, so Hausfrauen, also die schwarze Hausfrau, die dann Zeit hatte, weil es meistens sehr wohlhabende Männer, oder nicht nur, es gab auch die Stripperinnen, die auch sich da organisiert haben. Also es gibt eine verschiedene Zusammenkunft und die haben dann sich um Themen, um gemeinschaftliche Themen interessiert und organisiert, haben Events organisiert, waren aber nach ihrer Meinung nach noch nicht so politisch, obwohl eben diese Fragen von Haaren und Essen und aber auch Mediation zwischen weißen und schwarzen Paaren ganz, ganz wichtige Elemente ihrer politischen Arbeit war. Das war in Zürich und in Bern, eine Stadt weiter, gab es eigentlich eine andere Generation, eine jüngere Generation, also quasi die zweite Generation, die etwa parallel auch angefangen hat, sich zu organisieren. Aber die waren von Anfang an ziemlich klar politisch. Die waren inspiriert zum Teil auch von Black Panthers, andere kamen vom Hip-Hop. Und das war Colors. Und das war aber, Colors war eine People of Color Organisation. Das war nicht, also wie gesagt, schwarz als politisches Statement. Und das war von Anfang an People of Color. Das war gemischt. Und in der Schweiz, wie viel habe ich noch? 5 Minuten? Oh, ich muss mich beeilen. Ich habe so viele Informationen. Dann versuche es kurz zu machen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, es war immer die Vernetzung. Und ein Beispiel habe ich gerade aus diesem Teil in Zürich, die Frauen, die sich da organisiert haben. Da gab es dann ein Event in einer Akademie von Audre Lorde, die aus Berlin gekommen ist, aus Deutschland, und die gefordert hatte, dass ihr Vortrag von einer schwarzen Frau besetzt wird. Und da hat sich eine von dieser Gruppierungen dann gestellt und aus dem hat dann Audre Lorde gesagt, hey, in Deutschland gibt es schon Gruppierungen, was ist denn mit euch los und so. Und dann haben sie eigentlich das, was sie schon gemacht haben, dann offiziell als Bewegung gemacht. Und das war dann die Women of Black Heritage in, ich glaube, 88 ist sie gekommen, etwa 90 hatten die angefangen. Und Colors, dieser Verein von eher jüngeren Generationen, der hat etwa 91, haben sie offiziell geschrieben, am 1. August, das ist der Nationalfeiertag. Ich glaube, das ist ein spezielles Datum, das sie dann so gesetzt haben, haben sie angefangen. Und das ging eigentlich relativ parallel. Und was ich beobachte, die Frage auch zwischen den Generationen, das ist auch in der Schweiz immer ein Thema gewesen. Auch ein Thema ist, dass viel dieser politischen Arbeit gerade in diesen Anfangszeiten auf dem Rücken von wenigen Leuten waren. Das heißt, die Organisationen haben immer bis zu einer gewissen Zeitspanne, vielleicht 10 Jahre, gearbeitet und dann war einfach die Power weg. Wir hatten nicht so viele Leute und dann zum Beispiel, ich war auch bei Colors, als dann Colors eigentlich war schweizweit organisiert, also im deutschsprachigen Raum bis im Tessin. Und dann gab es da Missverständnisse und wir wollten auch, und haben wir Sankofa gegründet, die Plattform Sankofa, in Zürich gegründet. Die Gründung ist aber gekommen, weil wir dieses Modell vom Verein, also wir hatten eine Systemkritik am Verein. Nämlich im Verein muss ich einfach bewusst sein, schwarze Menschen sind immer ganz unten in der Leiter, in der Gesellschaftsleiter. Und wenn man einen Verein hat und dann Präsident sein kann von einem Verein, dann gibt das Ambitionen zum Teil, die nichts mit dem zu tun hatten, was wir wollten. Und deswegen haben wir angefangen, flache Strukturen zu machen und die Aktivitäten projektorientiert zu organisieren. Das war so Sankofas Beginning. Und wir kamen aus verschiedenen, wir hatten schon andere Erfahrungen. Einige waren in UK gewesen, waren inspiriert dort, hatten dort schon auch aktivistische Arbeit gemacht. Und schon zu Zeiten zu Colors, 91, ab da gab es Menschen, und das ist spannend, glaube ich, die immer diese Vernetzungen gemacht haben, die nach Deutschland gefahren sind, im ISD kennengelernt haben, dieses Bundestreffen, was ein wichtiges Vernetzungs
Tool war hier in Europa. Obwohl, als wir zum Beispiel, als ich das erste Mal da war, war ich geschockt. Nicht, also es gab zwei Seiten, aber ich war geschockt, dass Leute sich nennen Initiative Schwarze Deutsche und schwarze Menschen, also Schwarze in Deutschland. Also dass man, es war auch zu spüren, dass diesen Unterschied zwischen Afrodeutsch und die Afrikaner, die da noch da sind. Das war für uns ein Schock. Und wir haben gesehen zum Beispiel, dass es intellektuell ganz weit oben war, aber alles, was nach weiter unten ging, das Zusammenleben, das Tanzen, das war, wir hatten da eine andere Kultur. Und das war dann auch schön, weil das, dieser Austausch konnte zum Beispiel in diesen Bundestreffen auch, ach, das Name Bundestreffen, stattfinden. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist wichtig, auch Sankofa zum Beispiel von Anfang an, wir hatten immer ein vernetztes Denken mit anderen Organisationen zusammen, ISD, Pamoja in Österreich, wir haben vorhin von der Stephen Lawrence Fall gehört, der ganz wichtig war in UK, in Großbritannien. Auch da hatten wir ganz wichtige Inputs bekommen. Also es gibt, die Vernetzung war immer wichtig. Und dann gab es natürlich Fälle, Vorfälle international, wie zum Beispiel Katrina, wo wir dann auch, diese Vernetzungen waren immer da. Und ich glaube, ich möchte noch gerne, weil die Zeit ja bald da um ist, auf zwei Dinge noch eingehen, weil ich glaube, diese Vernetzung hat sehr viel Potenzial. Und zum Beispiel aus diesen Bewegungen von der Romandie, und darf ich auf jeden Fall nicht vergessen, ist zum Beispiel auch Caen entstanden. Es gab Caen ist Observatoire contre le racisme anti-noir, also die Beobachtungsstelle gegen antischwarzen Rassismus. Hatte damit zu tun, dass die Schweiz eine Kampagne gemacht hat gegen Rassismus. Und diese Kampagne war aber so dermaßen rassistisch, dass die Organisationen eben da diese von diesen Zeitungen, die entstanden worden sind, gesagt, hey, das geht nicht. Ihr könnt nicht so eine Kampagne machen und dann unser Bild noch schlechter machen. Und es gab dann auch eine Vorbereitungssitzung zu Durban und da kam antischwarzer Rassismus gar nicht vor. Also stellt euch ja nur vor, das kam einfach nicht vor. Und die haben dann an der Sitzung gesagt, was ist mit uns? Und daraus ist dann diese nach Durban, ich glaube, das war im 2002, gab es dann eigentlich einen schweizweiten Aufruf. Ich glaube, ich war auch da. Und dann ist dieses Caen entstanden. Es war aber hauptsächlich dann in der französischsprachigen Schweiz tätig. Und ich würde sagen, Sankofa hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen und die Vernetzung haben Sie auch gemacht. Sie haben europäische Konferenzen, zwei gemacht zu antischwarzem Rassismus in 2006, in 2016. Ich würde nachher einfach, ich glaube auch bei Collis zum Beispiel oder auch bei Sankofa, unser Grund, uns zusammenzutun, war, wir hatten Rassismus schon, also wir hatten schon gesehen, Rassismus, wir sind zwar auch eigentlich die ersten mitmigriert gewesen meistens, also noch nicht unbedingt einige da geboren, andere nicht, aber uns war ganz bewusst und ich glaube einerseits, das war eines, aber zum Beispiel Sankofa war uns auch wichtig, wir wollten uns nicht über den Rassismus definieren. Das heißt, deswegen auch Plattform von Menschen afrikanischen Erbes, weil wenn wir uns von außen definieren lassen, irgendwann das Außen endet, dann was ist mit uns? Deswegen ist es uns wichtig, unsere Diversität, aber auch unser gemeinsames Erbes zu sehen. Und ja, ich glaube, wir haben zu vielen Dingen in der Schweiz beigetragen. Zur ersten Partei, die nur aus Migranten bestand, haben wir auch mitinitiiert, Secondas. Wir haben auch nach diesen 10 Jahren ungefähr die Kerngruppe, die vieles getragen hat und viel einfach diese ganzen Themen von Polizeigewalt, Asylfragen, aber auch diese ganzen sozialen Fragen. Es gab dann die ersten Kindertreffen zum Beispiel auch, die wir ins Leben gerufen haben. Irgendwann war die Energie runter und ich glaube, dann sind
gab es eine kleine Pause von unsererseits jetzt in der deutschsprachigen Schweiz. Aber dann sind andere entstanden. Und das ist auch spannend zu sehen, deswegen von der Kontinuität. Ich glaube, es gibt immer eine Kontinuität. Und ich glaube auch, wenn man eigentlich von den schwarzen Bewegungen bezüglich Schweiz sprechen will, sehr wahrscheinlich waren die ersten schwarzen Bewegungen irgendwo in Curaçao, wo sie die Schweizer Militär effizient bekämpft haben, wären genauso zu erwähnen wie unsere Bewegung dann in der Schweiz, auf diesem Territorium Schweiz. Ich mache Schluss. Ich glaube, was noch, um zum heutigen Punkt zu kommen, etwas, was uns ganz wichtig ist, also mir wichtig ist eben die Frage dieser Vernetzung und deswegen auch und auch das Wissen zu transportieren. Wir haben gemerkt, dass das Wissen zwar immer wieder weitergegeben worden ist und gerade als dann in 2020 die Black Lives Matters Demos präsent waren und in der Schweiz zum Teil die Emotionen waren da, die Pandemie war da, es ist aufgekommen, alle sind auf die Straße, aber die politische Komponente war wenig präsent. Und somit haben wir dann gemerkt, es braucht dieses Wissen, es braucht dieses Zusammenkommen von jungen, alten, anderen Generationen auch. Und somit haben wir dann Exit Racism Now ins Leben gerufen. Wir sind inzwischen über 30 Organisationen, um dieses Wissen mehr zu transportieren. Und ich glaube, solche Konferenzen wie heute zeigen das auch. Ich wäre fast fertig, wenn du mich nachher noch fragst, weil ich habe noch eine Organisation, ich glaube, die auch ganz wichtig ist im deutschsprachigen Raum, nämlich eine Frauen- und Queer-Organisation Blash, die 2013 entstanden ist. Und vielleicht, wenn wir nachher noch zu diesem Thema überhaupt, zu Frauen und Gender kommen, glaube ich, hatte ich noch ein paar Inputs, die, glaube ich, spannend sind, einfach aufzuzeigen, dass es diesen Raum immer auch wieder gebraucht hat. Aber ja, sonst... Blash. Und das sind viele, viele Frauen, die auch vorher bei Sankofa gewesen sind und auch diesen Raum dann kreiert haben. Im Zusammenhang aber auch mit anderen, mit dem Treffpunkt Schwarze Frauen, der dann das 20-Jährige gefeiert hatte. Also es ist so, ich glaube, es war immer ein... Die zum Beispiel Kram war eine sehr gezielte anti-schwarzen Rassismusorganisation, aber hatte eine immer Frauen, die das präsidiert haben. Aber von der Frau, die das präsidiert hat, also immer gesagt, es war doch noch immer noch ein sehr männlicher Raum. Und ich glaube einfach mehr als, glaube ich, auch als Selbstreflexion. Für uns schwarze Männer oder die sich als schwarze Männer definieren, zu schauen. Aber ich glaube, es ist auch nicht, ist auch wichtig, dass die Frauen oder Queer diesen Raum sich selbst nehmen. Und ich glaube, wir haben das ja eigentlich auch getan, indem wir einfach unsere Safe Spaces, also wir haben dann Safe Spaces organisiert. Wir haben auch die ersten schwarzen Partys organisiert, die nur für People of Color mit Colors waren, die natürlich sehr viel Kontroverse eingeleitet haben. Die sind jetzt auch rassistisch und so weiter. Was man heute einfach als Safe Spaces nennen würde. Und ich glaube aber, diese Räume braucht es. Und ich glaube, es braucht diese verschiedenen Räume sowieso. Und ich glaube, ich appelliere nur an uns mehr, uns gegenseitig noch mehr wahrzunehmen und diese Reichtum, diese Diversität zu hochzutragen. Dankeschön. Vielen Dank.